ganze Sache hier. Ich will mal einstellen für Weihnachten machen. Nicht über die Grafiken müssen durchwundern. Ich bin ein paar Sachen umgestellt bei dem Programm hier, weil halt Webcam. Wo ist meine Webcam? So. Aber irgendwie ist die Webcam natürlich bescheiden. Müsste eigentlich gedreht werden. Ich weiß nicht warum, wieso ist. Muss ich mal hier einstellen gerade ein bisschen. Genau. Ich wundere, ich mach gleich, fang ich an. Ich hör grad was aus. Ein paar Einstellungen machen für Weihnachten schon mal. Deswegen. Weihnachten. So. Ja. Echt, ja? War auch nicht für mich. Was ich dachte, ist die. Ich habe verschiedene Oberflächen hier. Ich muss das ja neu machen. Okay, das Webcam-Frame. Chat. Starting. So, also als die alten Dinger noch. Den müsste ich ja größer ziehen eigentlich. So, echt jetzt. Aber ich will jetzt nur in den normalen Dings rein. Ich wollte noch ein bisschen umstellen, einstellen hier ein bisschen. Mal durchgucken. Das können wir ja noch nicht irgendwie alles. Nicht wundern. Ich fange an gleich, keine Sorge. Ich bin da gerade, ich gucke nicht ruhig gucken. Nicht wundern, ich gehe jetzt zum Twitch-Stream. So. So, wir gehen erstmal ins Ash-Spiel rein. Ja, können wir ja Musik ausschalten. So. Aus. Ist sehr laut, die Musik, ne? Ein bisschen. So ein bisschen sehr laut. So. Wir fangen mal an mit Anstoß, gell? Ich hoffe, wir kriegen direkt rein, die Grafik. Dass das dann funktioniert. Die Musik ist, die Originalmusik von damals, von Originalspiel, ist geblieben. Also nicht wundern, die Musik ist von den Originalspielen damals. Was draus kam, da kamen ein paar Rechte davon. Und dementsprechend durften sie das nehmen. So, was ihr jetzt gerade gleich hören tut, der Grund ist die Originalmusik von Anstoß. Ne? Ich hoffe, das Claim wird die nicht, das glaube ich nicht, aber weiß ich noch nicht. So richtig, ne? So, Alert. Hoffen wir, dass er gleich die Aufnahme reinkriegt. Wird auf automatisch gestellt eigentlich. Aber irgendwie, nee, hat er keinen Bock da drauf.
So. So, das passt ja. Bei Größe ist es auch okay, glaube ich. Ich kann es noch ein bisschen anpassen. So. Jetzt ist es besser. Besser zu sehen und das alles, ne? So. Also das ist Anschluss der Fußballmanager. Das Originalspiel davon habe ich auch. Alle Spiele davon. Hört mich ja gerade nicht so gut, glaube ich. Denke ich mal. Also die Originalspiele, fällt mir nicht hören gerade. Davon. Mal wieder öfter finde. Hört mich ja noch, ne? Den ersten Teil, den zweiten Teil nicht. Okay. So. Also, ich habe damals angefangen mit Anschluss 2. Ich habe schon Anschluss 1 gespielt. Dann habe ich mir mein Lieblingsspiel von allen Anschlussspielen war das hier. Das war Anschluss 3. Das war jetzt mein Lieblingsspiel von Anstoß. Anschluss 3. Letzte von Anschluss, was ich mir geholt hatte, war von 2004, 2003. Das war Anstoß 4. Jo. Und jetzt ist halt Anstoß der Fußballmanager. Ein Remake von dem Originalspiel von damals, mit der Originalmusik sogar. Die Musik, die das gerade hören tut, ist vom Originalspiel. Es ist kein Actionspiel, es ist kein Rollenspiel, es ist einfach ein Fußballmanager. Der nicht ganz auf die, der nicht selbst nicht ganz so ernst nimmt. Wie man hier auch denn diesen Sachen sieht hier in Aufbau an sich. So. Ich muss gerade lesen. Meine Freundin meinte gerade, ist sein Name Uwe? Ja. Und ich meinte, ja. Das ist er. Und sie sagte, daraufhin, ein Kürzel könnte V sein? Auf Spanisch? Echt? Spricht man das V so aus wie deinen Namen? Echt? Uwe? V auf Spanisch heißt sie Uwe? Okay. Gut zu wissen. Wissen, was man nicht weiß. Wir was lernen wieder mal. Hallo, willkommen. Erstmal spielen wir Anstoß 5. Genau. Eigentlich ist es ja Anstoß 5. Ist ja eigentlich Anstoß 5. Nicht mal falsch, weil Anschluss 4 war ja das hier. Das war Anschluss 4. Also ist eigentlich Anschluss 5, wenn man so sieht. Eigentlich ist es Anschluss 5, kann man schon richtig sagen. So. Und wir kommen alle zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Freue ich mich riesig, dass so viele Leute Anschluss sehen wollen. Das Originalspiel kennt jeder, glaube ich. Ich habe eben ein paar gezeigt. Anschluss 1 habe ich auch gespielt. Anschluss 1, Anschluss 2 habe ich hier. Anschluss 1 habe ich auch gespielt, habe ich auch irgendwo. Das ist ein Amiga-Spiel gewesen, Anschluss 1. Anschluss 2 war schon PC, Anschluss 3 war auch PC. Das war mein Lieblingsspiel, wie gesagt. Das habe ich also irgendwie so hoch runter gespielt zum Ende. Das war auch sehr einfach. Und das letzte Spiel für Anschluss, was mir auch nicht so gefallen hatte, leider, war Anschluss 4. Da gibt es zwei Editionen von, einmal gibt es eine 2002er Version und eine 2003/2004 Version. Die ist eine 2003/4 Version, die läuft nicht mehr auf PC. Gar nicht mehr. Keiner von diesen Anschlussspielen läuft auf dem PC. Das ist sehr ärgerlich. Da habe ich mir gedacht, naja, wenn sie nicht laufen tut, dann muss halt warten, bis es remastert wird. Und nun, jetzt ist es seit einer Woche ungefähr endlich raus.
Aber es ist ein Early Access. Also es gibt noch Fehler, es ist noch nicht komplett fertig. Und ja, ne? Weißt du noch wie? Weil wir. Okay, kein Problem. Dann nehme ich das nächste Mal, schreibe ich vor. Wie Blapa 76, okay? Anstoß war immer witzig, ja. Da haben sie, wie gesagt, nie ganz ernst genommen, Anstoß, ne? Das andere Spiel, was ich hatte, das ist von den von Originalherstellern von Anstoß. Der hat dann den Fußballmanager gemacht, den anderen, den ich hier habe. Ja. Hauptsache, der olle Ball ist immer noch da, war richtig. Der ist ja überall dabei. Der ist ja auch bei den alten Teil dabei gewesen. Da zum Beispiel. Da war der Ball immer schon wieder Ball dabei. Da unten links. Und hier ist er noch offensichtlicher drauf, natürlich, auf dem. Ganz groß. Nur auf der zweiten CD war er noch nicht so ganz so extrem. Wobei er auch da schon dabei war. Ist ja, wenn ihr es sehen könnt, gar ganz klein. Wie auch immer. Wie gesagt, alle Spiele veranstaltet, die es gibt, die jemals rauskamen, alle Spiele. Außer Anschluss Action, den habe ich nicht. Das ist ein Action-Spiel, das ist ein Fußballspiel. Und wir fangen einfach mal an. Und ich überlege, ob ich die Musik laufen lasse im Hintergrund oder andere Musik reinmache. Retro-Musik, Remaster-Musik vielleicht, wenn ihr möchtet. Dann mache ich die Musik hier leise und mache Retro-Remaster-Musik an, weil hier ist die Musik. Okay, eigentlich ist es ja eine Retro-Musik. Es erinnert an früher wegen der Musik. Auch das, was jetzt laufen tut, ist auch ein Original. Ihr merkt, ich bin jetzt aufgekratzt ein bisschen. Ich habe es schon gespielt. Davon ab. Es ist nicht so gut wie damals. Vom Gefühl her. Vom Gefühl war es damals besser als heute, die Version. Aber ich bin noch nicht so laut. So muss ich es leiser stellen, mich. Ich komme ganz kurz hier, wie laut meine Stimme ist. Aber die ist schon fast im roten Bereich. Da mache ich ein bisschen leiser, sonst ist es besser. So. So, ich mache es keinen Prozess, ich mache ein neues Spiel. Ich habe aber schon Spiele gemacht. Eins ist nur gespeichert jetzt hier. Ob mal X vorsteht, weiß ich auch nicht, aber ist ja egal. Zurück. So, jetzt kommen die Auswahl. Es ist echt eine Menschenkarriere. Da kann man im Moment nur zwei aussuchen. Das soll wahrscheinlich eine Frau sein, keine Ahnung, das soll ein Mann sein. Das ist ein Mann, das soll eine Frau sein, auch wenn es aussieht wie ein Mann. Okay, immer noch lauter. Ich habe es schon leiser gestellt. Ja, ich kann sein, dass sie ein bisschen. Ich werde sie noch ein bisschen leiser stellen, die Musik. So, auf 20,5 Dezibel sollte reichen, aber mal minus 22 Dezibel. Und ich mache mich auf 2,5 Dezibel. Und die mache ich dann auf. 22,5. Das sind 20 Unterschiede, sollte funktionieren. So. Ich hoffe, es ist besser jetzt. Jetzt ist es besser. Doch muss ich noch leiser stellen. Wie gesagt, ich habe es den genommen. Schade ist nur, dass es nur die beiden gibt. Damals gab es mehr. Nicht nur die zwei. Und so sehe ich noch nicht aus. Alt bin ich noch nicht. Ich denke, oh. Okay, jetzt hört ihr mich gut. Ich brauche nicht schreien, kann leise und ruhig reden. Okay.
So. Wir spielen in Deutschland. Nee, Nationalität bin ich Deutsch. Deutscher. Ich könnte auch Norwegen nehmen, aber war ich jetzt nicht. Ich bin nicht kein Norweger. Insider, ne? Wenn er so sagt. So, ich spiele natürlich mit britischen Pfund natürlich, klar, logisch. Nein, machen wir nicht. Ich spiele mit Euro. Ich bin gut gelaunt, das ist auch schön so. Ich muss zwar morgen wieder arbeiten, aber naja, erst ab 10 Uhr. Hm? Also von daher, mein Gehalt will ich nach 100% haben. Wöchentlich oder monatlich. Wochenmäßig, monatlich. Ich glaube monatlich, ne? Und wochenlich gibt mehr Geld. Schneller Geld, sagen wir so. Das Geld braucht man nämlich wöchentlich. Stärkesystem. Wir nehmen natürlich nicht 13, sondern 100. Ich weiß nicht, was das hier für ein Unterschied machen soll. 13 oder 100. Das sind 13 Punkte und dann kann man das einstellen. So, 100, das verstehe ich. Warum 13? Das verstehe ich nicht. Das muss irgendwas sein, was mit dem Spiel zu tun hat, dass die 13 genommen haben. Ich habe noch nie bei einem Spiel gesagt, ein Stärkesystem mit 13 Punkten. Obwohl, das kann vielleicht bei ganzen True Dragons mal so gewesen sein. Mit 13 Maximalpunkten, kann das sein? Ja, war es 12, ne? Ah, egal. So, wir spielen unser Lieblingsland. Spanien. ja. Nein, ich sehe das auf Deutsch gleich. Ich kenne die Spanien, die Mannschaften nicht, die Fußballmannschaften nicht. Obwohl es bestimmt interessant wäre für deine Freundin, spanische Fußballmannschaften zu sehen. Wenn sie denn zuschaut. Sorry. Lieblingsverein. Andorra, natürlich Andorra, was war sonst? Klar, Andorra. Athletics Club Bilbao? Echt jetzt? Kann ich gar nicht. Ist ja gar nicht hier drin. Die haben keine Rechte an den Sachen, leider. Das andere Spiel glaube ich schon, aber diese hat glaube ich keine Rechte an diesen Sachen. Albuquerque, even Albacita, Cite, Albino, Leffe. Nee, Avaranch gibt's hier noch, Avaranch. Bari ist auch gut, natürlich. Kenne ich überhaupt nicht, Bari, aber naja, was soll's. Bilbao, wer ist der da? Bilbao. Das eben, das Diaton war nicht von mir. Das war von dem berühmten Spiel. Das gerade eben. Und das wird der was gerade gekommen ist. Das ist auch ein Spiel. Das auch. Soll man so machen? Soll ich sie drin lassen? Let's go! Ich habe keine Ahnung, was das für ein Land ist, aber. Ah, jetzt kommt das Originallied. Was piept mich die ganze Zeit an? Was piept mich denn hier an? Ja, schon Discord, ne? Natürlich Discord. Wäre auch komisch, wenn nicht Discord wäre, ne? So. Warte mal kurz aus und stelle, dass der Ton andauert. Von Discord. Nicht aus, den Ton von Discord ich ausgemacht. Ne? So. Bilbao. Keine Ahnung, ich mach's einfach mal so, wie es ist. Ich habe keine Ahnung, was jetzt auf mich zukommt. Ich habe nie auf Bilbao Lieblingsverein gemacht und Spanien habe ich gemacht.
So, es gibt verschiedene Versionen. Starte deine Karriere mit Bilbao. Kann ich direkt mit Bilbao starten? Oder ich kann eine zufällige, als man sich auslosen zwischen drei verschiedenen und da kann man dann handeln, verhandeln mit den Leuten und dann kann man mehr Geld rausholen und kann andere Vereine kriegen. Weil Bilbao, ich weiß nicht, welche Liga Bilbao ist. Welche Liga ist Bilbao? Keine Ahnung. Kenne mich mit Spanischen gar nicht aus, also ist das Spanisch, ne, glaube ich. Bilbao? Bilbao ist auch Spanisch. Weil ich kenne Bilbao nicht. La Liga First Division. Ah, also erste Liga sozusagen, ja? Also quasi wie deutsche erste Liga, richtig? Es gibt keine. Ah, okay, gut. Ich könnte das mit der spielen, weil ich will ja nur. Ist ja nicht durchspielen. Ich mache es mit der ersten Liga, also First Division. La Liga First Division. Machen wir mal, okay? Erste Liga. Kann ich zwar nicht hocharbeiten oder so, aber ist nicht schlimm. Oh, wie stark die sind. Ich habe keine Ahnung. So, das ist meine Auswahl. Natürlich Euro wöchentlich. Stärke 1 bis 100. Deutsch. Lieblingsverein. Spanien. Bilbao. Die haben, wie gesagt, nicht die Rechte an den Originalspielen. Oder das zu sagen? An den Spieler und an den Sachen haben sie hier Rechte dran. Aber es gibt demnächst ein Update bei Steam. Da gibt es einen. Okay. wollte ich sagen. Ach ja, es gibt demnächst ein Update bei Steam. Also ein Workshop. Anstoß, wo da rauskommen. Wo man eigene Fahnen bauen kann oder zeichnen kann. Und dann kann man was Eigenes machen. Und man kann dann Namen bearbeiten von den Spielern. Dann kann man von sich aus die Namen ändern. Auch wenn die nicht die Rechte haben an die Sachen, aber man kann selber als Spieler die Namen ändern. Das kommt nichts raus. Als dann noch wieder in Early Access Version. So, Spiel starten. Und den Spruch kennen wir ja auch alle. Mailand, ne? So, das ist meine Oberfläche. Sehr einfach. Trikot, die Trikot kann ich ändern. Ich würde mal sagen, keine Ahnung. So vielleicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, der prüft nicht an, weil ich weiß, dass Deutschland ablösen wird beim nächsten Mal. Ja, das sieht ja voll chinesisch aus, asiatisch aus hier gerade, das da. Oder wie so ein Pokéball. Aber das können wir besser. Ist auch hässlich. Das erst. Auch richtig schön altmodisch. Oh, die Chance macht mir blau. Ich habe keine Ahnung, warum ich das mache, warum ich blau mache. Keine Ahnung, aber ich mache es einfach mal. Immer schön wechseln. Ich bin noch am Überlegen, ob ich so soll oder was. Oder nicht. Normalerweise sollte es. Der Mist. Kara plakatiert werden. Stimmt schon, hast recht. Eigentlich ja, hast du recht. Aber es blockiert werden, richtig. Deutschland kann happy sein, wenn sie ein Spiel gewinnen. Ja, richtig.
Ich glaube, das ist die schlechteste Elf, die ich je gesehen habe. Oh, ich habe zum Glück in letzter Zeit selten Fußball geguckt. Zum Glück. Tickets. So. Haben wir uns jetzt schon ein wunderschönes Outfit zusammengebastelt. So, jetzt gehen wir mal zu den Sponsoren. Das wäre schon spaßig, weil die haben auch kein Recht an Sponsoren. Babsi. Ich kenne Babsi nicht. Ach, Pepsi. Ach, soll auch Pepsi heißen. Ah, okay, Pepsi, Babsi. Natürlich, die Cola aus Angola. Ist das Marktführer in Sachen teures Internet? Die Explorer wahrscheinlich, ne? Telefonie oder was? Was haben wir hier? Renault. Oh, so sieht Renault aus. Sieht aus wie Jägermeister. Renault. Französische Automobil. Ja, natürlich. Ja, klar. Renault. Natürlich. Mit Jägermeister. Können wir auch Jägermeister nennen. Also die paar haben wir ja schon mal. Der ist auf 2 Jahre, der ist auf 4 Jahre. Wir machen erstmal auf 2 Jahre, weil wir wollen dann wechseln. So. Wir nehmen mal Renault. Behandeln. Wie gesagt, die nehmen es nicht ganz so ernst, wir gleich sehen. Jetzt haben wir hier Toto wahrscheinlich, ne? Glücksspiel, italienische Sportartikel, Toto. Okay, mal hier. Barton Sports. Barton Sportswear, haben sie da nachgebaut. Die 2. 4 Jahre, 6 Jahre, 4 Jahre, ich glaube, besser, weil ich will ja, wie gesagt, ne? Ja, bis zum Ende gehen. Foto. Ist. passt doch, wenn wir spanische Liegezeichen haben und spanische Verein haben, warum sollen sie Toto nennen? Das wusste ich auch nicht. Noch mehr nicht unbedingt unnützes Wissen, ne? Jetzt passt es einfach. Genau. Wunderbar. Ja. Egal. Egal, bist du da. Auch nicht schlecht. Egal, bist du da. Natürlich bin ich da. Ich bin hier. Hallo. Egal, bist du da. 8 Jahre. Ich habe auch Ikea. Iba. Ibra. Ist das nicht auch ein spanisches Wort? Ibra? Kann das sein, dass Ibra auch spanisch, auch ein spanisches Wort ist? Kommt mir so spanisch vor. Also, ich habe die Auswahl zwischen egal, Ibra und egal. Wobei das eine egal anders als das andere egal ist. Nein. Das gleiche. Egal. Och, schade. Dann nehmen wir den auch natürlich nicht. Dann nehmen wir, egal. Egal, bist du da. Versicherung, was das sein soll. Ja, aber ey. Aber die Frage ist vielleicht auch 8 Jahre. Eigentlich kann ich nicht das da behandeln. 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 Unterschreiben. Ist mir egal, also nehmen wir den. So, was war jetzt hier? Was ein Ding? Golit Tech? Gulitech? Gulitech vielleicht, ja. Dann haben wir hier eine komische Karte. Disaster Card? Natürlich, Disaster Card. Dann haben wir
Melka? Melka ist gut. Melka finde ich gut. Melka finde ich gut. Steht da, was? Für dieses Gelade werden die Kühe vom Almöhi per Hand gemolken. Wo wir schon mal bei Muschi sind, ne, und gemolken, ne, haben wir auch ein Almöhi verdient. Ah, Toto. So, wo war ich da? ISO. Ist so, ja, ist so, ne? Das ist nun mal so. Was soll das hier sein? Niete? Niete. Was? Niete. Waschmaschine, Miete. Miele, Miele. Okay, Miele. Miele ist gut. Miele macht Spaß. Miele ist Fun. Miele, Waschmaschine. Ist so, ne? Die Wahrheit im Tank ist so. Esso, ne? Würde ich alle ändern, ey. Aber sie sind schon witzig. Was der. Torwart. Gonitech. Aber das, was Gonitech ist, weiß ich auch nicht, auf was das beruht. Aber ich finde das hier gut. Die Niete. Nicht gut. Die Niete ist immer gut. Ich habe es gar nicht drauf geachtet. Wie lange das Ganze geht? 3 Jahre. Und ist so? Auch 3 Jahre. Und Karte? 4 Jahre. Disaster-Card. Und Goalie? 4 Jahre. Also über weil ist so. Nun ist das so, ne? Tanken ist gut, tanken ist wichtig. Wollen wir uns bald nicht mehr leisten, aber ist ja nicht schlimm. So, mal gucken, was noch für ein komisches Zeug kommt, wa? Das ist die richtige Einstellung hier vom Grand Bier, nein. Aber das ist ja wichtig für den Anfang. Ich habe 83 Millionen Euro. 88 Millionen Euro? Okay. Echt 37, was? Rent a car. 837. Mal hier. Mokka. Mola. Mokka Mola? Okamola. Okamola. Gegründet von einem ehemaligen TV-Moderator. Mola Adebisi, ne? Versetzt das Unternehmen genügend gesüßte Mokka mit Kochkohlensäure und vertreibt diese weltweit als Erfrischungsgetränk. Mola Adebisi, ja, der lebt noch. Der müsste aber auch um die 60 sein. Kann das sein, der schwarze Mensch? Der dunkelhäutige Mitbürger. Ich weiß noch damals noch aus diesem Lachen. Weißt du es noch damals, dieser komische Lachen von ihm? Dieses ganz helle. Ich fand ihn so bescheuert. So nett. Okay, genau. Warum ist das eine Frau? Warum ist kein dunkelhäutiger Mensch? Ach, ich habe Spaß beim Spiel. Ich wollte auch nicht mal angefangen zu spielen, auch nicht mal richtig angefangen zu spielen, ey. Ah, Mokka. Nee. Cloud 7. Sierra like in Seven He Heaven. Sieb? Was? Sieb? Schlafe wie im siebten Himmel. Wolke 7. Kleines Wölkchen? Da, Schund. Das ist das Beste. Schund, das Blatt. Zeitschrift des Alex. Ah, Alex. Alex Hüpfer Verlag. Oh. Alex Hüpfer Verlag. Körbild.
Ja, richtig. Schon richtig. Die Bild-Zeitung. Wir verkaufen nur Schund. Und jeder glaubt uns das. Hast du schon mal die komischen Handys oder so? Oder die komischen, ist das Deutschland? Deutsche Fernseher oder wie der heißt? Was nochmal? Bürgerfernseher? Oder Bürgerdings, Bürgerradio? Die haben sie nie verkauft. Weiß ich gerade nicht. Haben nur so komische deutsche Sachen verkauft. Das heißt deutsche, für Bürger halt. Was haben wir hier? Chill und Relax. Das könnte sein, das könnte Justin sein. Keine Ahnung. Seals and Safes. Saves, aha. Was ist das denn? Chill, Relax? Kenne ich nicht. Chill und Relax. I don't know. What the fuck? Ah, nee. WLH? WLH? Wir liefern holen und holen. Lieferando? Nee, aber die haben einen anderen Sassling, oder? Warm, Schal, mild und ohne Krone. Und kennbar. Das finde ich gut. Sexwasser. Ah. Kann man nie ihre durchgelesenen ganzen Sachen, ey. Dreckswasser. Dreckswasser. Und nur ein frei, aber auch noch zwei. Dann nehmen wir noch die echt sieben. Und wir schildern ein bisschen, oder? Oder nehmen wir das da? Hermans. Was ist Hermans? Hermans. Deutscher börsennotierter Weltkonzern. Amazon, ne? Weiß nicht, Deutsch. Weltkonzern. Automatisierung. Digitalisierung. Energiesysteme, Mobilitätslösungen, Medizin, gibt nichts, was wir nicht können. Was? Siemens, ja, das könnte, ja, stimmt, Siemens, ja, richtig. Stimmt. Hast du recht, Siemens. Würde auch passen mit der Beschreibung passen, die da dabei ist. Dass Siemens sein könnte. Aber ist Siemens noch deutsch? Ich glaube nicht, oder? Nicht mehr deutsch. Hm, Verhalten. Handeln, Verhalten. Siemens. Brauch mehr Geld. Ja. Seid sauer auf mich. Ist mir egal. So, haben wir es fertig. Jetzt haben wir noch ein paar. Dann haben wir es gleich geschafft. Kann nicht mehr viel kommen. Oh, Jägermeister. Unsere Hochsitz-Cola. Das ist Jägermeister, eindeutig, oder? Kräutern. Klar, Jägermeister. Jägermeister. Kräuter, deren Herkunft wir nicht mal selbst kennen. Ist auch gut. Ja, noch Deutsch. Ach ja, Hauptsitz ist immer noch in Berlin. Ach so, hier in der Ecke quasi. Von München. Okay. Hm. Ach guck mal hier, haben wir Apple. Ah ne, ich meine Birne. Elektronik zu unverschämten Preisen, da haben sie recht. Da haben sie echt recht. Da hätten sie auch Apple hinschreiben können. Elektronik zu verschämten Preisen. Muss den Hersteller mal recht geben.
Da haben die recht. So, hier noch. Osman. Osman, ja. Das ist die Birnen. Heißt nicht Osman, wie heißen die denn? Ah, jetzt komme ich auf den Namen. Osman. Hightech Photon.